Mindestens 5 Menschen sind bei einem heftigen Unwetter im Tatra-Gebirge ums Leben gekommen, teilten örtliche Behörden am Mittwoch mit. Wie ein polnischer Fernsehsender berichtete, schlug auf dem rund 1800 Meter hohen Gierwond ein Blitz ein und traf eine Gruppe von Touristen. Mindestens 4 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter 2 Kinder, berichten Medien. Auf dem Gipfel des Berges befindet sich ein 15 Meter hohes Eisenkreuz, das laut dem Fernsehsender schon öfters Blitze angezogen haben soll. Mehrere Menschen wurden in dem rund 57 Kilometer großen Berggebiet verletzt und vermisst. Die Behörden berichten von einer geglückten Rettungsaktion von 2 Personen, die in einer Höhle von Steinen zugeschüttet worden waren. Zudem soll es laut einem Medienbericht auf der slowakischen Seite mindestens ein weiteres Todesopfer gegeben haben.